DFG Science TV. Suche nach Heilung gegen das Vergessen. Wie Zebrafische helfen, Alzheimer zu verstehen. Werden die Forscher an der LMU München es schaffen, endlich ein Medikament gegen Alzheimer zu entwickeln? Der Zebrafisch könnte die Rettung sein. Zumindest hat Doktorand Dominik beweisen können, dass das Tiermodell Symptome von Alzheimer bekommen und so dabei helfen kann, ein Mittel gegen die Krankheit zu finden. Obwohl das Wissen über die molekularen Mechanismen der Erkrankung wächst, gibt es noch kein Medikament, das die Ursachen behandelt. Bettina Schmidt und Frauke van Bebber von der LMU München untersuchen mehrere therapeutische Ansätze an einem Alzheimer-Fisch. Sie wollen den Zelltod aufhalten. Die Idee ist, das Verklumpen der Proteine Amyloid oder Tau von vornherein zu verhindern. Denn diese Substanzen können auf Dauer die Nervenzellen abtöten und Alzheimer hervorrufen. Wir wissen, dass Tau auch ohne Amyloid giftig sein kann. Es gibt Krankheiten, bei denen beschrieben ist, dass die Verklumpung von dem Tau-Protein zum Zelltod führt, zum Beispiel die frontotemporale Demenz. Unsere Fragestellung ist nun, ob die Verklumpung des Tau-Proteins wirklich den Zelltod herbeiführt. Das können wir direkt testen, weil wir haben ein Alzheimer-Fischmodell und es gibt Chemikalien, die beschrieben sind, dass sie die Verklumpung von dem Tau-Protein verringern. Eine solche Substanz ist Methylenblau. Im Reagenzglas konnte bereits bewiesen werden, dass sie Tau-Verklumpungen verhindern kann. Ob dies auch in einem Tiermodell gelingt, wollen die Forscher herausfinden. Sowohl die unbehandelten Fische als auch die Taufische werden mit verschiedenen Konzentrationen von Methylenblau behandelt. Anschließend zählt Frauke aus, ob sich die Anzahl toter Zellen durch Methylenblau wirklich reduzieren lässt. Ein Hoffnungsträger also für die Biologin und ihr Team. Doch kann sie wirklich nachweisen, dass sich der Zelltod ganz verhindern lässt? Das Experiment ist abgeschlossen und die Behandlung der Alzheimer-Fische mit Methylenblau konnte die Anzahl der toten Zellen nicht verringern. Daraus schließen wir, dass die Verklumpung des Tau-Proteins nicht giftig für die Zellen ist. Methylenblau reduziert die Verklumpung des Tau-Proteins, aber kann leider das Absterben der Zellen nicht verhindern. Und daher müssen wir neue Substanzen testen, die das machen können. Wir haben weitere gute Kandidaten, die wir in Folge testen werden. Alzheimer-Patienten dürfen weiter hoffen. Um das Fortschreiten der Demenz festzustellen, lässt Dr. Jens Benninghoff von der Psychiatrischen Klinik der LMU München in seiner Sprechstunde die Erkrankten eine Uhr aufmalen. Das fällt den Patienten im Verlauf der Krankheit immer schwerer. Also wir können natürlich die Erkrankung nicht beseitigen mit unseren Medikamenten, die wir heute haben, sondern was wir machen können mit unserem Medikament ist, dass wir die Symptome lindern. Das heißt, wir können die Ausprägung der Erkrankung fast auf dem gegenwärtigen Stand, in dem sich der Patient bei uns präsentiert, quasi einfrieren. Das geht aber eben halt nur über einen Zeitraum von 2 bis 3, maximal 4 Jahren. Man muss viel früher anfangen, entweder eben halt durch verstärkte Impfansätze, was ja wissenschaftlich diskutiert wird, oder was man vielleicht doch noch sich vorstellen kann, die Proteine, die die Alzheimer'sche Demenz auch eben halt pathophysiologisch begleiten, wenn man die irgendwo schneiden kann, kann man vielleicht die Symptome lindern. Aber kausal glaube ich trotzdem noch nicht, dass das irgendwie nahe Zukunft passieren wird. Das Team um Professor Haas an der LMU München wird noch viel Zeit investieren und weiterhin mit großem Engagement am Zebrafisch forschen müssen. Der Weg ist noch lang, um ein Medikament zu finden, das das Leben der Alzheimer-Patienten verlängern oder sogar retten kann. Die Forscher hoffen weiter. Erste Fortschritte jedenfalls konnten sie schon erzielen. Mehr auf DFG Science TV. Weck den Forscher in dir.